wir haben ein Klima, das in permanenter Veränderung ist. Das ist soweit ein normaler Vorgang. Das ist erdgeschichtlich schon immer so gewesen, seit sich das Klima verändert. Nun ist die nächste Frage die, ob die derzeitigen Veränderungen auf anthropogene, also menschliche Einflüsse zurückzuführen sind. Darüber gehen die Meinungen auseinander. Ich weiß sehr wohl, dass die Mehrheitsmeinung sagt ja. Es gibt aber eine sehr gut informierte Minderheitsmeinung, die dazu nein sagt. Wenn wir dargestellt werden als eine Partei, die sozusagen zurück zur Kernenergie wollte, dann ist das ein viel zu simpler Begriff. Wir sagen, und übrigens, wenn Sie Fessenheim und Wiel ansprechen, wird es besonders interessant. Wir sagen, die Energiewende, die die Regierung nach den Fukushima-Ereignissen vom Zaun gebrochen hat, die ging viel zu schnell mit dem falschen Instrumentarium, nämlich EEG, Erneuerbare Energiengesetz, ein hanebüchner Unfug, wo sich einige Leute an Subventionen eine goldene Nase verdienen, ohne dass das irgendeinen Sinn hat. Und mit Verlaub, wir sind ein Industrieland und wir brauchen eine gute Grundlastversorgung. Eine gute Grundlastversorgung werden Sie mit Wind- und Sonnenenergie nicht hinkriegen. Das heißt nun nicht, dass der Trend nicht eindeutig, aber langsamer und vernünftiger und strukturierter in Richtung regenerative Energien geht. Wird er gehen. Wir können aber kurzfristig auf Kernenergie nicht verzichten. Ich sage Ihnen, was passieren wird. Wenn die Kernkraftwerke hier zumachen, von 2019 bis 2022, dann werden wir doch nicht stattdessen von Wind- und Sonnenenergie hier versorgt werden, sondern wir werden weiter von Kernenergie versorgt werden. Nur importieren wir die eben aus Frankreich und aus Belgien. Weil wir haben die Trassenführungen nicht, wir haben die Konverter nicht und die werden auch 2019 nicht dastehen. Und wenn Philipsburg vom Netz geht, ich kenne das aus meiner Karlsruher Ecke, werden Sie sehen, dass wir den Strom von woanders importieren müssen, um die Grundlast sicherstellen zu können. Das ist die Problematik der ganzen Geschichte. Und das heißt nun nicht, dass wir deswegen wahnsinnige Kernkraftfreunde sind, das kann man durchaus als Übergangstechnik begreifen. Aber wir müssen eine geordnete und nicht eine überstürzte Energiewende machen. Das ist mehr ein Jahrhundertprojekt als ein Jahrzehntprojekt.